Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir haben heute richtig das nice Wetter, also wir haben fast 30 Grad, der wärmste Tag, den wir glaube ich bis jetzt hatten. Und was macht man natürlich bei heißem Wetter? Man baut natürlich eine Schleimrutsche in den Pool. Genau, wir haben nämlich viel mehr Schleim als beim letzten Mal, weil uns das noch nicht gereicht hat. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal das Airtrack aufpumpen. Falls euch unsere Videos gefallen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und Winnie baut im Hintergrund glaube ich schon das Airtrack auf. Genau. Leute, wo man jetzt so in der Sonne ist, merkt man, wie heiß es einfach ist. Das ist so krass. Also ich freue mich echt schon, in diesen Schleimpool zu hüpfen. Und jetzt wird das Airtrack angemacht. Hallo. Das Airtrack ist fertig aufgepumpt und es ist so krass heiß an den Füßen, das glaubt ihr gar nicht. Das ist wie als wenn man auf heißen Sand geht. Und jetzt müssen wir es noch umdrehen, weil der Mittelstreifen, der stört immer ein bisschen beim Rutschen. Aber auf der anderen Seite ist komplett glatt. Fertig! Leute, jetzt müssen wir nur noch unseren kleinen Pool hier aufpumpen. Da werden wir nämlich den kompletten Schleim reinhauen. Und ohne unsere chinesische Pumpe werden wir echt aufgeschmissen. Also nochmal fettes Dankeschön. Leute, ihr habt gesehen, Chris ist jetzt dabei, das Wasser reinzufüllen und ich habe schon richtig Bock, weil es wird immer wärmer, Leute. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir haben ja eine Badeform, das heißt, wir können auch richtig viel Quatsch mit unseren ganzen Badeformen machen. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn am Ende haben wir noch eine kleine Special-Sache am Start, also bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt heißt es abwarten und dann kommt der Schleim rein. Der Pool ist schon richtig voll, also ein bisschen muss er noch, aber wir machen wie letztes Mal schon mal die Badebomben rein. Diesmal haben wir nämlich zwei Stück und wir haben auch viel mehr Schleim, das wird so krass. Die kriegst du und die erste kommt rein. Nicht wundern, dass es gelb und blau, daraus wird grün. Ui, oh, jo. Ja, er sprudelt, Leute, er sprudelt. Leute, das Wasser läuft jetzt auf jeden Fall und passend zum grünen Thema haben wir uns erstmal schöne Avocado-Stullen gemacht. Also Avocado ist richtig nice. Wer auch Avocado feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ne? Mm. Röde lecker. Der Schleim kommt rein. Grün. Yo. Geil. 3, 2, 1. Jo. Eine Stunde später. Wir haben jetzt 5 Minuten gewartet, Leute. Und Junge, es ist wie letztes Mal, es ist wie letztes Mal. Oh nein. Oh nein, Leute, es ist wie letztes Mal. Ey, Chrissy, könnt ihr das? Ey, ich hab eine richtig tolle. Guck mal hier. Jo. Jo. War Schleim. Jo, Willi. So, Freunde, ich nehme jetzt ein bisschen vom Schleim. Und jetzt mache ich erstmal ein bisschen aufs Airtrack drauf. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Leute, das ist anders krass. Ey, gleich legen wir aus, wer das erste Mal in den Pool rutschen darf. Das ist so krass. Guck mal, Chrissy legt sich schon. Junge. Das ist so krass. Aber anders krass. Und jetzt werden wir auch schnicken. Komm, Schnick, Schnack, Schnuck, jetzt zuerst. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Chrissy darf zuerst. Der Pinguin zieht durch. Und der ganze Schleim geht flöten, Junge. Ey, Chrissy, gönn dir mal das hier. Gönn dir. Was? Was? Hä? Okay. Junge! Ey, wie ich aussehe! Wir sind Schleimmonster! Davon kann Chris ja nur Geschichten erzählen! Also das ist so lustig und wir haben ja auch noch die Rolle, die wird richtig krass, aber jetzt machen wir erstmal die Palme. Ich probiere mich darauf mal zu halten. Jetzt fangen wir hier an mit unserer Rolle, das wird so krass. Ich glaube, ich werde mich da so reinlegen und Chris will dich einfach mal anschubsen. Nein, Leute! Wie das klatscht, ne?
Also bis jetzt war das schon mal richtig krass. Das macht so Bock. Wir werden jetzt, wenn wir eine Slip and Slide machen, Schleim benutzen. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt kommt die Monsterstufe. Und zwar werden wir das Einhorn unterlegen und dann rutschen. Mal gucken, ob sich das Chris überhaupt traut. Gönnt euch einfach, wie krass das ist. Das ist so hoch. Man wird so springen. Und ich glaube, zur Sicherheit fange ich trotzdem mal an, ob das überhaupt was für Chris ist. Wow. Was? LOL. Ey, ich bin so gesprungen. Das Ding ist, man braucht ein bisschen, also ich brauche echt mehr Power, weil ich bin so rein und dann so hoch, aber war irgendwie trotzdem lustig. Und jetzt probiert's Chrissy mal. Was war das? Oh, ich habe einen Vorwärtssalto gemacht, obwohl ich gar nicht wollte. Oh, ich habe ihn durchgezogen. Jo Leute, guten Morgen, heute ist schon der zweite Tag und Freunde, gestern kam das Gewitter, deswegen haben wir nicht mehr weitergemacht, aber wir waren heute Morgen schon mal hier wieder in dem Schleimpool drin und er ist gar nicht mehr so schleimig, deswegen hat Chrissy so zwei noch Tüten, das ist so wie Slushy-artig und das werden wir jetzt mal reinmachen und mal gucken, ob das auch funktioniert. Rein damit. Warte, ich muss jetzt Oh, was ist das denn für eine Konsistenz? Lol. Guck mal hier, was das für eine Konsistenz hat. Freunde, schaut euch das an. So kleine Brocken irgendwie. Ey, das sind die Alien-Brocken. Das löst sich noch gar nicht so richtig auf, also ich hoffe, dass sich das noch auflöst. Ja. Und jetzt werden wir erstmal mit der Gießkanne wieder ein bisschen das Airtrack voll machen und rutschen einfach nochmal ein, zweimal rein und da kommt auch schon die Überraschung. Ich hab's komplett geschafft. Leute, das ist auf jeden Fall richtig cool und jetzt werden wir unser Airtrack auf die Traumlinie legen, um in unseren großen Pool zu rutschen. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig cool. Leute, wir haben jetzt das Airtrack hier so auf unsere drei Traumlinien raufgestellt, um dort reinzurutschen. Und ich habe schon mal einen Test gemacht, das klappt nicht so richtig. Aber ich werde jetzt mal probieren, komplette Power zu geben und dann in den Pool rein, weil der ist eine richtig schöne Erfrischung. Leute, wir haben uns jetzt hier so eine Wakeboard-Leine besorgt und ich will mal probieren, dass ich Chrissy damit ziehen kann. Mal gucken, ey, ob das klappt. Alter. Wow, yo. Geht gar nicht. Freunde, ich probiere jetzt mal aus dem Pool draußen. 3, 2, 1 und... Ja, das hat mega gut geklappt. Ey, das hat mega Spaß gemacht. Ey, man wird so richtig gezogen und du hast es auch gut von der Geschwindigkeit her gemacht. Ey, wir haben jetzt eine neue Konstruktion und zwar dort ein Karabiner und ich werde jetzt Chrissy im Wasser ziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist auch bestimmt richtig lustig. 3, 2, 1 und... Ey, man wird so gezogen wie so ein Torpedo. Kann ich noch Ja, klar, ey, nochmal. 3, 2, 1, schneller und... Ey, das war ja mal eine noch Runde, eine noch schnellere Runde. So zieh ich dich jetzt mal auf den Airtrack. Oh Gott. 3, 2, 1. Wow, yo. Yo, Leute. Ey, ich darf auf den Airtrack sagen, weil ich mich immer mega konzentrieren muss. Aber das macht absolut Spaß. Ja? Ja. So, Leute, Willi darf es natürlich auch mal probieren. Und ich würde sagen, mal sehen, ob ich es überhaupt ziehen kann. 2, 1, los. Yo, hat geklappt, Leute, das erste Mal. Nice. Leute, vielleicht seht ihr es jetzt schon im Hintergrund. Wir haben da jetzt eine kleine Airtrack-Rampe gebaut, sodass ich in der Luft ein bisschen fliege. Und ja. Ey, Leute, das ist richtig krass. Jetzt nochmal letzter Versuch von Chris. Ich gebe nochmal alles komplette Power. Und ich hoffe, dass ich ihn richtig gut gezogen bekomme. Leute, Turbodreher aktiviert. Freunde, das mit der Leine hat ja auch nochmal richtig Spaß gemacht. Also voll cool mit der Airtrack Slip and Slide. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.